Ich weiß ehrlich gesagt kaum, wo ich da anfangen soll. Mein Gast heute in der Landesschau hat in ihrem Leben so viel Außergewöhnliches auf die Beine gestellt und immer noch so viel Power, da bleibt mir glatt die Spucke weg. Den Landesverdienstorden hat sie im Mai bekommen und von ihrem Mann vorgestern zum Geburtstag ein ziemlich tolles Geschenk. Zum 80. durfte Carmen Würth das ihr gewidmete neue Kultur- und Kongresszentrum feierlich eröffnen. Im Carmen Würth Forum wird es künftig Messen, Kongresse, Kunst und Kultur geben. Seit 60 Jahren ist sie mit dem Künzelsauer Schraubenkönig Reinhold Würth verheiratet. Carmen Würth ist eine starke Frau der leisen Töne. Den wirtschaftlichen Erfolg der Familie nutzt sie geschickt und setzt sich unermüdlich für die Integration von Menschen mit Handicap ein. Heute ist sie bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Was ist das für ein Gefühl gewesen, dieses Gebäude, der ganze Medienrummel drumherum? Sind Sie da der Typ dafür oder ist das eher eine Aufgabe, die Sie im Terminkalender abhaken? Ja, eher so, würde ich sagen. Jetzt hängt damit aber natürlich auch zusammen, dass das ein Gebäude ist für die Bürgerinnen und Bürger von Künzelsau. Ich habe mal geguckt, Veranstaltungskalender am Wochenende. Kent Nagano wird dirigieren, Crow kommt am nächsten Tag, dann tritt Sting auf. Werden Sie auch da sein? Bei den zwei letzten Herren wahrscheinlich nicht. Aber bei dem Morgenabend bin ich dabei. Aber ich muss am Samstag schon wieder verreisen. Wo werden Sie hinreisen? Ja, zu meinem Sohn. Sie sind viel unterwegs. Ich habe es anfangs angesprochen. Es ist atemberaubend, die Liste der Tätigkeiten, die Sie sich im Laufe Ihres Lebens, mancher könnte sagen, aufgehalst haben. Ist Ihnen dieses Engagement für andere in die Wiege gelegt worden? Wo kam es her? Ja, ich denke schon, dass man da ein bisschen angelegt sein muss dafür, das Herz. Denke ich, habe ich schon in der Kindheit gefunden für die Tiere und für die Natur. Und natürlich durch unseren behinderten Sohn bin ich ganz automatisch in die Welt hineingewachsen. Ja. Mit vielen Begegnungen und wie gesagt, vor über 50 Jahren war in der Medizin diesbezüglich, war man sehr alleine. Und da muss man sich sehr viel selber beibringen, wie kann man einem kleinen Menschen etwas beibringen, was normalerweise sich von selbst entwickelt. Und da wird man natürlich sehr kreativ, mit dem Kind zu leben, jeden Tag etwas nach vorne zu bringen. Und je nachdem, wie die Behinderung ist und sich natürlich auch Begegnungen schaffen mit Menschen, die da auch schon diesbezüglich Erfahrung haben. Und man muss dann manchmal sehr weit reisen. Ich fasse es kurz zusammen, auch wenn es natürlich dann vielleicht zu banal klingt. Ihr Sohn ist zunächst gesund auf die Welt gekommen. Aufgrund einer Impfung und der Kombination mit einem Infekt hat er dann als kleines Baby schon eine Behinderung entwickelt. Sie sagen, das ist lange her, das war in den 60er Jahren. Meinen Sie, wir haben bis heute einen Weg zurückgelegt? Ist wirklich viel erreicht worden im Laufe der Jahrzehnte im Umgang der Gesellschaft mit Menschen, die anders sind? Ja, ich glaube schon. Ja, obwohl noch sehr viel fehlt. Was fehlt Ihrer Meinung nach noch? Mehr Begegnungen und mehr Verständnis, dass es eben andere Menschen sind, die genauso sind wie ihr, aber sie haben irgendein Handicap. Und dass wir lernen, dieses Handicap einfach zu übersehen und sie ganz normal anzusprechen und zu spüren, wo muss ich lernen? Und was muss ich lernen? Den Menschen, ihn so zu verstehen und ihm so zu begegnen, dass ich ihm auch ein ehrliches Gegenüber sein kann. Das Thema Begegnung liegt Ihnen sehr am Herzen. Deswegen haben Sie auch ein Lieblingsprojekt von sich in Künzelsau eröffnet, in diesem Jahr erst. Frau Holle, gucken wir gerne mal rein in die Bücherei. Was ist das Spezielle da? Was liegt Ihnen da am Herzen? Was geht da für Sie auf? Ja, erst einmal habe ich diese Bücher über 60 Jahre persönlich gesammelt. Das heißt, das ist Ihre Bibliothek, die Sie der Öffentlichkeit zugänglich machen? Ja, meine eigenen Bücher. Und ich habe gedacht, das Einzige, was mir an sich am Herzen liegt, was weiterleben soll nach mir, wenn ich nicht mehr da bin, sind meine Bücher. Alles andere, das sind vergängliche Sachen. Und dann war ich lange auf der Suche mit dem Bürgermeister und mit unseren Geschäftsführern, wo finde ich ein Haus in Künzelsau, was wird passend, wo die Bücher eine Heimat bekommen. Und das Wort Heimat ist mir sowieso sehr wichtig, für mich selber, für die Menschen und eben
für Bücher, wenn sie eine Heimat haben, begegnet man ihnen und sie sollen den Menschen begegnen und die Menschen sollen den Büchern begegnen. Ich hake wieder ein bei den Begegnungen. Ein anderes Projekt, das Sie Anfang der 2000er Jahre ins Leben gerufen haben. Ein besonderes Hotel nebst Restaurant, auch Sterne dekoriert, das Anne-Sophie. Mhm. Da schauen wir uns auch gerne mal ein paar Bilder an, die wir aus unserem Archiv hervorgekramt haben. Mhm. Da geht es Ihnen auch darum, dass Menschen mit und ohne Handicap sich begegnen. Hat das gebraucht, bis die Menschen das annehmen konnten, bis das so funktioniert hat? Oder war das ein Selbstläufer? Nein, nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Weil wir immer gemerkt haben, das wusste ich ja vorher, deshalb war das mein Gedanke, dass man die Menschen herholen muss zu den Menschen mit Handicap. Weil von allein kommen wir ja selten dahin oder finden auch nicht Wegen oder wollen wir ihn nicht finden. Also muss man den Spieß umdrehen, dass man etwas schafft, wo diese Menschen gezwungen sind praktisch, zu den Menschen mit Handicap hinzugehen und sie zu erleben und zu verstehen, dass sie so viel natürlicher sind wie wir und dass sie so viel schaffen können, so viel lernen können und so viel Potenzial in sich tragen und Qualität und Menschliches und so viel Gutes und Schönes, dass man einfach nur glücklich sein kann, mit den Menschen zu arbeiten, zu leben und ihnen zu begegnen, mit ihnen fröhlich zu sein und ohne Ende zu lernen. Man merkt Ihnen an, nicht nur aufgrund der eigenen Erfahrung, sondern die Begeisterung, die Sie für Menschen, für alle Menschen eben haben. Es ist auch ein Buch erschienen von der Kollegin Bernadette Schok, dem Herzen Raum geben. Das sind, und das lege ich Ihnen deshalb, liebe Zuschauer, ans Herz, einige oder 7 große Projekte von Carmen Würth herausgepickt, exemplarisch. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Ihr Ziel ist es, und das wird in diesem Buch auch klar, nicht nur das Verständnis der Gesellschaft für Menschen mit Handicap wecken, damit die Menschen mit Handicap was davon haben, sondern dass wir, die Gesellschaft, auch was davon haben. Das habe ich so richtig verstanden. Ja, genau. Das ist auch der Grund dafür. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Power. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht erklären, wie man so fit sein kann. Ich habe Ihr Alter am Anfang schon verraten und immer noch so viel unterwegs zu sein, kostet natürlich auch Kraft. Die wünsche ich Ihnen weiterhin. Vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau, Carmen Würth.